Wir haben hier zwei verschiedene Küche. Und eure Aufgabe ist jetzt zu finden, welche davon vegan ist. Okay. Gut, also. Das ist schon mal fein. Alles schwierig. Triple. Really good. Ketten hat keine Eier und keine Milch. Ich wäre. Das ist vegan. Das ist nicht vegan. Ich mache es vegan. Das schmeckt sowieso. Die Muffins, die ich auch selber zu Hause habe, die haben auch, und die dann auch einen eigenen Sam. Das schmeckt sehr nach normalem Kuchen. Das will ich sagen. Okay. Da kommen wir mehr Nüsse rein. Du sagst, beides sind vegan. Ja, das schmeckt ein bisschen veganer als Schoki. Das ist eben der Eier nachher durch. Der ist auch vegan. Okay. Aber der ist fein. Oh, der ist gut. Kann er am Leisen nehmen? Ja. Aha. Beide vegan? Ja. Ah, okay. Super. Wow. Sind beide? Eben Schoki, du bist sehr. Ja, gell? Wir kommen gut an, Schoki. Es wären beide übrigens vegan. Aha, der? Beide, ja. Ich glaube, das ist keine. Hat keine Eier, ja. Und der andere schon, ja. Haben beide keine. Keine, beide. Beide vegan. Ohne Eier, ohne Honig. Herr Lorik, aber gesagt, was steht? Ich glaube, ein guter veganer Kuchen ist gleich gut wie ein guter nicht veganer Kuchen. Und von dem her kommt es mehr darauf an, wenn wir ihn machen. Danke. Schönes Wochenende. Danke. Von dem nehme ich gerne mal ein. Das ist gut. Nein, wieso nicht vegan? Ja.